Hallo, na, wir sind hier bei Schoki Banuki, die Daily. Haben wir doch, ne? Deine Tagesdosis Angeberei. Ja, Angeberei. Ja. Ach komm, ja. Angeberwissen. Ja, genau. Ja. Gut vorbereitet auf jeden Fall, Clint. Bist ja auch das erste Mal nicht hier. Nee, stimmt. Ja, aber ich musste jetzt, wir haben jetzt nochmal einen anderen Part gemacht, deswegen war das so. Ja, ja, das ist natürlich überraschend für dich. Ja, du musst natürlich ungefähr 3 Sekunden vorher nachdenken. Auf jeden Fall sind wir hier bei Schoki Banuki Daily, deiner Tagesdosis Angeberwissen. So geht der Text. Ah. Hier ist der Clint. Ich bin der Sashi und wir reden heute über den... Trotz mal raus. Welchen haben wir? Ja, 21. Juli. Am 21. Juli hat Geburtstag Jens Weißflog. Sagt dir das was? Nee. Wie, nee? Ich muss mal ein Bild haben, vielleicht sagt er mir dann was. Guck mal hier, das ist Jens Weißflog. Zaggi! Ja, gut. Noch nie gesehen, den Mann. Noch nie gesehen? Nein. Jens Weißflog war... Du kannst mir jetzt alles erzählen, ich glaube dir das erstmal. Ja, musst du ja. Aber ich sage auch die Wahrheit in diesem Fall. Okay. Also Jens Weißflog war in den 80er und 90er Jahren einer der besten, wenn nicht der beste Skispringer. Mensch. Ja, das ist auch eine Sportart. Der heißt Weißflog, verstehst du? Ja, Skispringen. Ja, gut. Ja. Weißflog. Gut. Die haben sich in der DDR, da kommt aus der DDR, haben sie sich immer nach den Talenten benannt. Okay. Ja, Kati Witt. Weil... Weil, Winter wird. Richtig, genau. Macht so ja war Sinn. Das. Ja, ja, genau. Und am 21. Juli, was war noch was? Ja, da sind die, da ist hier, wie heißt er her? Mal eben gucken. Clint ist sehr gut vorbereitet übrigens. Ja. Da sind die, machst du das Bild an? Ja, ich mach's. Ja, hier, Armstrong und Aldrin sind hier auf dem Mond, also er ist auf dem Mond gewesen, der erste Mann. Ja. Also da sind sie ausgestiegen? Da sind sie ausgestiegen. Genau. Gelandet sind sie einen Tag vorher. Gestern haben wir ja von Gonzales schon gelernt, dass die Landung war. Ja. Und heute steigen sie erst aus, weil die haben gesagt, ein Tag Pause muss sein. Ja, ja. Erstmal wieder runterkommen, war ja eine lange Reise, die sind ja nicht eben, das ist ja nicht... Ist ja aufregend sowas. Auch, ja. Da erlebst du ja auch was. Da geht ja die Pumpe wie Sau, ne, bei sowas. So, weiß ich nicht, habe ich noch nicht mitgemacht. Ich kann ja so, ich gehe davon aus, dass die da mal ein bisschen... Fall, die waren bestimmt. Ist ja wie vom Dreier springen, ist ja genau das gleiche das Gefühl. Das erste Mal vom, bist du schon mal vom Dreier gesprungen? Von, ja, ja. Warum sagst du das so komisch jetzt? Ja, weil man das ja auch zweideutig sagen könnte. Aber gut. Ja, ja, auf jeden Fall am 21. Juli war auch, also beziehungsweise am 21. Juli ist auch, Achtung, ernsthaft jetzt, Gedenktag für alle Drogenabhängigen, die daran gestorben sind. So, weiter geht's. So, und am 21. Juli war noch was? Ach, das war ein Gedenktag. Ach so, okay. Ja, das war ernst gemeint. Ja gut, ich habe gedacht, da kommt jetzt noch was. Nee, das war's. Also heute ist der Gedenktag für alle Drogenabhängigen, die verstorben sind. Ah. An der Drogenabhängigkeit verstorben. Also nicht nur grundsätzlich verstorben einfach. Okay. Sondern, verstehst du? Ja. Egal, komm. Ja, Michael Schumacher. 2002. 2002? Ist er fünftes Mal Weltmeister geworden. Fünftes Mal? Ja, der hat schon drauf gehabt, ne? Ja, so mit so einem Ferrari. Der war ja nicht in einem Ferrari, sondern in Benetton war er auch. Ja, das war aber ja auch ein bisschen vor meiner Zeit. Na komm, so jung bist du auch wieder nicht. Ja, tust du, also du siehst aus wie 85, kannst ja nicht so... Bruder, muss los, so alt sehe ich jetzt auch nicht aus. Ja, okay. Ich hätte jetzt gesagt 30, hätte ich gesagt... Aber gerade so. Ja. Also gut, naja. Ja, das war der 21. Juli. Ja. Ich finde ziemlich chaotisch heute, aber total gut, alles super. Das war Clint von dem YouTube-Kanal Gonzales und Clint. Das ist ein Let's Player, ne? Also wir machen so ein bisschen Spiele. Ziggy Zoggy Ziggy, ne? Macht ihr ja? Was hast du? Das ist Amiga Ziggy, oder was? Ziggy Zoggy Ziggy, das ist ein Joystick. Okay. Kennst du von früher, C64, kennst du noch? Früher? Ja, ganz früher, genau. Ja, ja und geht jetzt mal auf den Kanal von Gonzales und Clint und lasst mal ein Like da. Ja, oder zwei. Ja, da ist der die ganze Zeit zu sehen, so nebenbei. Ja. Ja. Ich sag Cheerio, Miss Sophie. Hi, die Haare. Lasse wehen. Ah, er hat's.